Hier sieht man einen Fichtel und Sachs Stationärmotor, Modell ST50 aus dem Baujahr 1961. Dieser Motor hat 47 Kubik und eine Leistung von 1,2 PS bei 3000 Umdrehungen die Minute. Aufgebaut ist dieser Motor auf einem Aggregateträger, um zum Beispiel einen Stromgenerator oder eine Pumpe aufzubauen. Im folgenden Video werden wir diesen Motor starten und ihn unter Teil- und Volllastbetrieb betreiben. Die technischen Daten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Anschauen!